So, dann ganz herzlich willkommen. Wir wollen heute wieder ganz in unsere Kraft kommen und ja, heute auch besonders den Vagusnerv stärken, gehe ich dann später noch genauer darauf ein, wofür der alles wichtig ist. Und ja, was ist der Vagusnerv? Erstmal gehört er ja zum Nervensystem, ne? Vielleicht erst ein paar Worte zum Nervensystem. Ja, Nervensystem ist einfach ein Teil unseres Organismus. Und dadurch wird unsere Reizwahrnehmung, die Reizverarbeitung beeinflusst und es dient der Reizsteuerung all dem. Ja, und wir unterscheiden da zwischen dem zentralen Nervensystem, seht ihr hier im Bild, das was gelb ist, im Gehirn und dann durchs Rückenmark nach unten. Und dem peripheren Nervensystem, das ist das, was blau ist. Das geht überall hin, verzweigt sich ganz oft. Und man kann es auch noch mal weiter unterscheiden nach den funktionellen Aspekten. Und da wird man noch vom somatischen oder auch animalischen Nervensystem sprechen oder vom vegetativen. Das wird auch das autonome Nervensystem genannt. Und dieses somatische und auch das vegetative System beeinflussen sich dann wieder gegenseitig. Und die sind sowohl im zentralen Nervensystem als auch im peripheren Nervensystem enthalten. Soweit erstmal die Grundlagen dazu. Das könnte man vielleicht auch noch betonen, dass das vegetative Nervensystem dann nochmal nach funktionellen und anatomischen Gesichtspunkten unterteilt werden kann. Und zwar ins sympathische Nervensystem und ins parasympathische Nervensystem. Und beide sind ganz, ganz wichtig für uns. Und der Vagusnerv jetzt, der beginnt hier im Kopf und fließt dann durch alle Organe und der gehört zum parasympathischen Nervensystem. Nur, dass ihr mal einordnen könnt, was, wo der jetzt hier dazugehört. Und ja, in Praxis Family habe ich gelesen, ohne Vagusnerv keine Gesundheit. Der spielt also eine ganz, ganz zentrale Rolle für uns. Und den wollen wir heute stärken. Und ja, der Vagusnerv, der ist einer von 12 Gehirnnerven. Und die haben ganz unterschiedliche Funktionen. Die einen, die bedienen die Augen, den Rachen, den Hals, den Kehlkopf, die ganzen Gesichtsmuskeln. Also wir können nur sprechen, lachen und so, weil wir da auch diese Gesichtsnerven haben. Also wir könnten es vielleicht auch ohne, aber dann haben wir halt kein Gespür drin. Und von diesen 12 Hirnnerven sind 8, haben eine sympathische Aktivität und 4 nur Sinn fürs parasympathische Nervensystem. Und das ist so wichtig, damit wir uns auch immer wieder erholen können. Und das hilft uns zu entspannen. Und einer davon ist dann der Vagusnerv. Ja, jeder, der schon mal was sehr Schlimmes erlebt hat, das kann sich auch als Trauma festmachen, reagiert schnell auf 3 unterschiedliche Arten und Weisen. Und zwar sind Traumas immer Erinnerungen oder Traumata, die von ungelösten, vergangenen Momenten ausgelöst werden. Und dann so eine Reaktion von Flucht, also nur weg, Hilfe, das ist so schlimm, ich will nur weg. Oder Angriff, das ist so schlimm, da muss ich schnell dagegen. Oder dieses Erstarren, kennt ihr auch viel aus dem Tierreich. Viele Tiere, die stellen sich dann wie tot und denken, dann werden sie nicht bemerkt. Und das haben wir Menschen auch. Einfach, ja, nichts mehr spüren, sich totstellen, erstarren innerlich. Damit wir auch die Angst nicht so spüren und damit irgendwie klarkommen. Und das sind Reaktionen, die durch Traumata in uns ausgelöst werden können. Trauma ist eine ganz natürliche und automatische Reaktion in der furchtvollen Situation. Das wird vom Körper automatisch produziert. Da ist der Kampf das, was uns aggressiv werden lässt, um uns auch verteidigen zu können, um uns zu schützen, um was wegzustoßen.
jemanden oder etwas aufzuhalten. Dafür braucht man diesen, ist fast wie ein Reflex auch. Dann Flucht, sowas Wichtiges, wegrennen oder sich vor Gewalt schützen. Und dieses Erstarren, sich wie gelähmt fühlen, das ist auch oft, dass man gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. All das sind Reaktionen, die einfach auf furchtvolle Situationen von unserem Körper produziert werden. Und diese Furcht, die verursacht einfach Anspannung im Körper. Und es sendet dann die Information Gefahr, Gefahr, Gefahr zum Gehirn. Und die Botschaft geht dann ins autonome Nervensystem. Und das sympathische und parasympathische Nervensystem haben dabei ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Das sympathische Nervensystem, das liegt ja im mittleren Rücken zwischen T1 und der Lendenwirbelsäule Lende 2, und es ist zuständig für Flucht und Angriff. Und das kostet ganz viel Stress im Körper. Und das parasympathische Nervensystem ist dann fürs Erstarren mitverantwortlich. Ja, der Vagusnerv, der besteht aus 100.000 einzelnen Nervenfasern, die die einzelnen Organe durchziehen. Und aus dem Grund heißt er dann auch Vagusnerv, weil das kommt vom Lateinischen und bedeutet eigentlich Wanderer. Der wandert durch alle Organe. Und so ist er an der Regulation fast aller inneren Organe mitbeteiligt und steuert die Aktivität für unser Herz, für den Magen-Darm-Trakt, auch für die Lunge, für die Nieren, für Leber- und Gallenblase, für die Bauchspeicheldrüse, für die Geschlechtsorgane. Also der ist da überall mit beteiligt. Das zeigt schon, wie wichtig er ist. Und umgekehrt leitet er auch dann die Informationen der inneren Organe an das Gehirn weiter. Und der Vagusnerv hat auch Einfluss auf kognitive Leistungen, unser Verhalten, auf unsere Emotionen. Und das bewerkstelligt er, indem er beispielsweise die Ausschüttung von Hormonen, also von Botenstoffen im Gehirn stimuliert. Und damit kann er ganz viel bewirken, dass wir auch wieder aus all diesen Traumareaktionen wie Flucht, Angriff und Starre rauskommen. Also wenn der Vagusnerv gut funktioniert, dann hilft er uns wieder rauszukommen. In diesen Situationen hat der Vagusnerv die Aufgabe, uns wieder in die Balance zu bringen und uns wieder zu erden. Er hilft uns dann auch, ja, besser zu schlafen. Klar, wenn wir nicht mehr im Angriff- oder Fluchtmodus sind oder in der Starre, kann ich ganz anders schlafen. Er hilft unserer Verdauung. Weil sind wir im Status der Starre, ne, dann bringt er uns zurück, damit wir wieder handlungsfähig werden. Also ihr seht, wie wichtig der ist. Und wenn der Vagusnerv überfordert ist, weil wir zu oft in diese Fluchtkampf- oder Starre-Position gehen, dann funktioniert er nicht mehr richtig. Dann können wir nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Und wenn er uns nicht beruhigen kann, sind wir praktisch ständig im Flucht- oder Angriffmodus oder ständig im Stress. Wenn wir eher so diejenigen sind, die dann wie in der Starre sind, wie gelähmt sind, dann wissen wir nicht mehr, was wir sagen oder tun sollen. Dann dissoziieren wir teilweise, ne? Ja, auch wenn wir sprechen oder handeln, spielt das eine große Rolle. Weil wenn der nicht mehr gut funktioniert, sind wir wie so nicht mehr wirklich anwesend. Zumindest nicht mit einem liebenden, mitfühlenden Herzen, weil wir zu sehr in dem Stress noch gefangen sind. Deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns heute mal Übungen machen, um den zu aktivieren. Wir haben jetzt genug Hintergrundwissen, dass wir jetzt wirklich auch was für ihn tun können. Und
Ja, so wie der Vagusnerv praktisch alle Organe, alles im Körper beeinflusst, empfängt er auch vom ganzen Körper. Und es ist sogar ein viel höherer Prozentsatz von dem, was er empfängt, weil dadurch richtet sich wieder seine Reaktion. Was braucht der Körper? Wo muss ich mehr ausgleichen, Hormone hinschicken, was auch immer. Und so können wir den auch umgedreht beeinflussen, indem wir unseren Körper in eine positive Schwingung bringen. Und wir werden das jetzt mal mit bestimmten Tönen tun. Und zuerst, dieser Hauptanteil des Vagusnervs sitzt im Kopf. Zuerst werden wir I chanten, weil I den ganzen Kopf zum Vibrieren bringt. Lasst uns das mal miteinander ein paar Mal tun. Wir atmen immer erst mal ganz tief ein. I. Und spürt mal, ob ihr es im Kopf merkt. Tief ein. I. Tief ein. Vielleicht spürt ihr jetzt, der ganze Kopf mehr vibriert, mehr schwingt. Geht auch mit anderen Klänge, aber I ist besonders stark. Ihr könnt auch mal hinspüren. Nochmal I chanten, tief ein. I. Nachdem der Vagusnerv ja nicht nur im Kopf ist, sondern dann auch den Körper durchzieht, schauen wir jetzt mal, dass wir im Brustkorb ihn unterstützen. Und hier, was wir vorhin gemacht haben, wir haben das Herz damit geöffnet. Der Klang A ist der Klang, der hier den ganzen Brustraum aktiviert. Das machen wir jetzt nochmal bewusst, um den Vagusnerv zu unterstützen. Wir atmen tief ein. Wenn ihr die Hände auf die Brust legt, merkt ihr auch die Schwingung. Was wir jetzt gleichzeitig gemacht haben, wir haben ganz tief immer geatmet, ne? Und auch das ist was, was den Vagusnerv sehr unterstützt. Weil immer, wenn wir in Stress kommen, dann haben wir ja wieder dieses flache Atmen, nur im Brustraum. Dann atmen wir schneller. Und wenn wir jetzt bewusst durch dieses Tönen langsamer atmen, kommt der Vagusnerv auch zur Ruhe. Die Grundregel ist, dass 5 bis 6 Atemzüge in der Minute sehr helfen, den Vagusnerv zu entspannen. Also 5 bis 6, das heißt, ein Atemzug sollte mindestens 10 Sekunden dauern. Lasst uns nochmal mit A machen. Tief ein. A. Es waren jetzt insgesamt 12 Sekunden. Ihr merkt, es ist gut machbar. Dann wären es 5-mal pro Minute. Und dann gehen wir noch zum Bauchraum.
auch den wollen wir ja stärken. Und das tun wir jetzt mit dem Klang U. Auch hier immer wieder tief einatmen. Und es ist gut, wenn das Ausatmen länger ist wie das Einatmen. Also wir atmen tief ein. U. Tief ein. Tief ein. Noch einmal tief ein. Ja, spürt noch mal nach. Vielleicht kombinieren wir es jetzt auch mal. Ich zeige es euch noch mal, die drei Klänge, die uns da stimulieren. Und I, ihr kennt es auch von den Klängen für die sieben Seelenhäusern, ist ja I auch der Klang, der den Kopf stimuliert. Und A, der Klang fürs Herzchakra. Und Hung, der Klang fürs dritte. Hong, der Klang fürs zweite. Also O, U ist für den Unterbauch. Oder was wir vorhin gemacht haben mit Yo, ne? Auch das stimuliert ja den ganzen Bauchraum. Also wir kennen die Klänge schon und wenn wir die ganz bewusst einsetzen, können wir damit den Vagusnerv beruhigen. Wir machen jeden Klang noch, ja, machen glaube ich 2-3 Runden jeden Klang immer einmal. Tief einatmen und für den Kopf. Tief ein, Brust. Ah. Tief ein, Bauch. Noch einmal tief ein. Tief ein. Tief ein. Spürt mal nach, wie es euch jetzt geht, ob ihr entspannter seid, was Wunderbares ist auch der Klang M, also wenn wir summen, weil dann vibriert der ganze Körper mit und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ist das Schöne, wenn ich hier noch immer ein L davor mache, dann ist das praktisch unser Mantra. Dass all das zum Vibrieren bringt. Lila Lu. Und ja, so lasst uns das mal bewusst chanten und mit dem Atem verbinden. Bei der Atemkraft geht es immer darum, erst tief einzuatmen. Wir atmen positive Information, Energie, Materie ein. Shen Ti Ching sind die, ja, die ganz altehrwürdigen Begriffe dafür. Das atmen wir ein
Und beim Ausatmen lassen wir alles los an Information, Energie, Materie, an negativen Erinnerungen, an Toxinen, an was auch immer, an Anspannung, an Schwere, alles, was wir nicht mehr brauchen. Shi Jing, alles Positive ein, Huo Zhuo, alles Negative aus. Das ist die Atemkraft. Und die werden wir jetzt nutzen mit unserem Mantra. Wir atmen also immer, ich mache es erstmal so, wir atmen immer tief ein, lassen Licht in den Körper fließen. Beim Ausatmen strahlt das Licht aus und all das Negative, was gehen darf, geht. Und dabei chanten wir jeweils eine Zeile. Aber ich möchte nicht jetzt mit dem Text anfangen, sondern mit Lulali, damit wir einfach nochmal so alles gut zum Schwingen bringen. Okay, also wichtig, immer erst tief in den Unterbauch einatmen und dann eine Zeile. Und wir lassen es vibrieren überall und alles gehen, was wir nicht mehr brauchen. Tief ein. Lulali. Habt ihr es gespürt, wo es überall schwingt? Also mit unserem Seelenlied. Besonders auch noch in dem Feld, gestärkt durch die Love Peace Harmony Kalligrafien, bringen wir hier alles zum Schwingen. Ich fange nochmal von vorne an, weil dieser erste Satz, der ist ja auch so wichtig. Übersetzt heißt der, ich liebe mein Herz und meine Seele. Das ist, wo alle wahre Selbstheilung beginnt. Nur wenn wir uns selbst annehmen und lieben können, können wir wirklich heil werden an Seele, Geist und Körper. Gut, tief einatmen. Lulali. Lasst uns die letzten zwei Zeilen ein paar Mal singen, weil dadurch, dass wir es da ein wenig langsamer singen, spüre ich es besonders stark vibrieren. Tief ein. Lola, li, Lola. Lola.
Lola, li, lo, la. Spürt man nach? Vielleicht ist euch auch warm geworden. Lasst uns nochmal für den ganzen Körper summen, weil das bringt alles auch nochmal zum Schwingen. Deswegen summe ich zwischendrin mal ganz gern. Und auch wenn die Stimme heute nicht so da ist, es schwingt trotzdem. Also, tief ein. Schön. Und dann lasst uns, damit auch der Geist noch all die Nahrung kriegt, die er braucht, es auch noch in Deutsch chanten. Uns wirklich im ersten Satz ganz, ganz viel Liebe schenken. Und dadurch, dass wir dann so genährt werden von der Liebe, mit dem Wissen, dass wir in jedem Moment unendlich geliebt werden, unterstützt, beschützt, können wir dann auch ganz viel Liebe schenken. Ganz viel Liebe ausstrahlen. Es kann immer mehr Einheit entstehen zwischen all den Herzen und Seelen und Liebe, Frieden, Harmonie kann in uns und anderen wachsen. Wir laden auch nochmal ganz bewusst alle Seelen ein, mitzusingen, damit in allen Seelen mehr Liebe, Frieden, Harmonie entstehen kann. Wo wirklich wir durchdrungen sind von Liebe, Frieden, Harmonie, ja, da werden wir gesund, da werden wir glücklich. Da entspannt der Vagusnerv, der kann er uns optimal dienen, da geht es uns gut. Ich hoffe, meine Stimme macht mit, wir probieren es. Ich liebe mein Herz und meine Seele. Ich liebe die ganze Menschheit. Vereinet Herzen und Seelen. Liebe, Frieden und Harmonie. Liebe, Frieden und Harmonie. Ich denke, dadurch, dass wir durch Snulali so aufgewärmt sind, könnt ihr es jetzt auch bei diesem Text schon überall schwingen spüren. So kraftvoll. Jetzt würde es mich schon interessieren, wie es euch dabei gegangen ist. Falls sich jemand mitteilen möchte. Martina sagt nur, wie schön du immer alles erklärst. Danke. Ja, das tust du. Das ist immer so schön. Ja, danke dir, Martina. Ja. Ja, ich habe es wirklich sehr, sehr gespürt. Also auch im Kopf war ein Kribbeln und es ging wirklich super durch. Und also eine ganz wundervolle, stärkende Übung. Ja. Das ist ja, auch mal so bewusst, diese Klänge des Lulalis zu chanten, ist auch schon eine Besonderheit. Das habe ich heute auch festgestellt. Wirklich mit dem Bewusstsein so, also toll, ganz toll. Ja.
Ich glaube, es war uns gar nicht so bewusst, wo das überall schwingt und dass uns das da auch unterstützt. Es ist so kraftvoll. Brigitte schreibt, mein gesamter Körper ist warm. Danke, liebe Brigitte. Ich habe mich bei Lulali jetzt auch Kopf, Herz und Unterbauch fokussiert. Ich spüre die Vibration im ganzen Körper. Oh, wie schön. Petra schreibt, danke, liebe Brigitte. Ja, schön, dass ihr das schon teilweise spüren könnt. Und ich finde es immer wieder so faszinierend, als ich das Lied vor 14 Jahren jetzt ungefähr gelernt habe, da wusste ich noch gar nicht, wie viel Kraft da dahinter steht, auch mit den Klängen, wie viel Weisheit. Und ja, mich fasziniert es immer wieder. Lasst uns doch, also wir verabschieden uns jetzt mal von allen, die auf YouTube zugeschaltet sind.